Hallihallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin Lilly von Annes Stempeldesign und zeige dir in diesem Video endlich Annes Reisetagebuch von ihrer Auszeit im Dezember 2022 und Januar 2023. Knapp 14 Tage war sie an der Atlantikküste unterwegs, von Frankreich bis Spanien. Eigentlich wollten sie noch viel weiter kommen, aber dafür war die Zeit zu knapp. Trotzdem ist es ein ganz schön dickes Buch geworden, das sie fast komplett während des Urlaubs gemacht hat. Ursprünglich wollte sie es in einen fertigen Ordner machen. Der war am Ende viel zu dünn. Anne musste zu Hause einen neuen Einband aus Graupappe selber machen. Hierfür hat sie die Bindung mit Buchringen gemacht. Für unterwegs hat sie eine Auswahl an Monatsstempeln, diverse Themenstempeln und das Reisetagebuch-Alphabet eingepackt. Ein paar Stempelfarben, VersaFine Clair und VersaFine Onyx Black. Weißes Grundpapier und ein bisschen Motivpapier eingepackt. Die Fotos hat sie während des Urlaubs mit einem Selfie-Drucker von Canon ausgedruckt. So konnte sie die Seiten komplett fertig gestalten und mit Stempeln und Texten ergänzen. Belege sammelt sie auch und macht dafür immer mal wieder ein Täschchen zur Aufbewahrung. So wie hier. Du wirst auch noch andere sehen in diesem Video. Die Routenfotos sind Bildschirmfotos, die sie dann ausdruckt. Hier ist die Route zwischen Zwischenstopp und Zielort, der an der Atlantikküste liegt, La Rochelle. Je nach Erlebtem und Tag entstehen unterschiedlich große Seiten. Für einen langen Tag, bei dem sie viel erlebt und gesehen haben, werden die Seiten mit Klappen ergänzt, um es so kompakt wie möglich zu gestalten. Hier hat sie für die Karte die Tour durch La Rochelle getrackt und ausgedruckt. Da kamen ein paar Kilometer zusammen. Alle anderen Stempel sind aus unterschiedlichen Stempelsets, hauptsächlich aus einer Ansammlung von Monatsstempeln. Die Linien für ihren Text sind mit Lineal und Bleistift gezogen, die sie dann auch bewusst nicht wegradiert. Anne gefällt es mit den Bleistiftlinien. Der Anker mit La Rochelle und der Stadtname hat Anne aus einer Postkarte ausgeschnitten. Das macht sie immer wieder mal, wenn es etwas Passendes gibt. Also immer Ausschau halten nach Postkarten. Nach 2 Tagen in La Rochelle ging es weiter zur größten Wanderdüne Europas. Die Wettervorhersage war nicht so gut, daher sind sie etwas schneller in Richtung Spanien gefahren. Für die Düne hatten sie noch das perfekte Wetter und sind diese auch komplett abgelaufen. War wohl gar nicht so ohne und auf jeden Fall erlebenswert. Für die Jahreszeit auch mächtig was los. Wenn man mit dem Wohnmobil reist, ist man ständig auf Stellplatzsuche. Der angekündigte Regen kam, viele Stellplätze waren gar nicht mehr so vorhanden wie im Reisebuch beschrieben. Irgendwann ist es dann egal und man nimmt den nächstbesten Platz. Schließlich hatten die beiden alles an Bord. Bei dem Schmuddelwetter reisten sie auch ganz schnell weiter. Die Badeorte waren wie Geisterstrände. Es gab kaum Menschen dort. Geöffnet war um diese Jahreszeit auch nichts. Das letzte Ziel in Frankreich war Biarritz. Der Stellplatz voll und es regnete in Strömen. Da sich schon einige Surfer in die Seitenstraße parallel zum Meer hingestellt hatten, ergatterten sie noch einen Parkplatz. Dort hatte tatsächlich die Strandbar geöffnet. Da wurde erstmal eingekehrt. Bei dieser Seite hat Anne den Beleg direkt zum Foto eingeklebt. Am nächsten Morgen, hier kannst du eine weitere Tasche für Tickets und Belege sehen. Vom Bett aus konnte man die Wellen hören und beim Blick aus dem Fenster auch sehen. Da ist Anne gleich losgezogen, um von den tobenden Wellen ein paar Fotos zu machen. Sie fand das Meer sehr beeindruckend. Der Regen hatte aufgehört und es war ein Tag mit Sonnenschein und blauem Himmel. Den Stempel gab es auf dem Monatsstempel August 2022. Als erstes sicherten sie sich den letzten Platz auf dem Stellplatz um die Ecke. Dann zogen sie los in die Stadt und besuchten die Sehenswürdigkeiten und vor allem die Aussichtspunkte. Immer wieder fotografiert Anne auch die Wegweiser, Ortsschilder und so weiter, die sie dann ebenfalls ausdruckt und ausschneidet. Vor allem weiß sie dann noch immer, noch wo das alles war. Nicht alle Belege kommen in eine Tasche. Manche werden direkt auf der Seite verarbeitet. Nachdem sie nun 3 Tage autark standen, suchten sie sich einen Campingplatz. Mal wieder so richtig duschen. Zwar ist eine Dusche mit an Bord, aber das Duschen ist da recht mühselig. So landeten sie dann schnell in Spanien. Da gibt es wenigstens ein paar ganzjährig geöffnete Campingplätze. In der Zwischenzeit war es schon der 31. Dezember 2022. Bei 24 Grad kann man schon mal zu Silvester grillen. Der Campingplatz hatte eine Wahnsinnsaussicht auf das Meer. Allerdings musste man zum Strand über 400 Stufen zurücklegen.
am ersten Tag im neuen Jahr barfuß am Strand. Das hat schon was. Mein Tipp, die Belege am besten noch einmal einscannen und ausdrucken. Die Thermozettel sind nicht so lange haltbar. So kann man auch noch in ein paar Jahren lesen, was die Tapas und Co. gekostet haben. Am 2. Januar. Die Wettervorhersage war immer noch gut. Die ganze Zeit im Auto sitzen wollte man auch nicht. So ging es ein Stück die Küste entlang mit dem Rad. Überall lagen Surfer im Wasser, die auf die perfekte Welle warteten. Am Tag darauf ging es dann weiter die Küste entlang. Da die beiden so nah wie möglich am Meer entlang fahren wollten, ging es nur sehr langsam vorwärts über die schmale Straße. Dafür gab es atemberaubende Ausblicke. Das nächste Ziel war Laredo. Dazwischen gab es noch viele kleine sehenswerte Städte. Und es war noch immer wolkenlos. Auch hier hat sie wieder die Ortsschilder fotografiert, ausgedruckt, ausgeschnitten und passend zu den Fotos dazugeklebt. Dann hatten sie Laredo erreicht, ein Ort mit dem längsten Stadtstrand. Hier gab es keinen Stellplatz und sie stellten sich wieder an die Straße, was außerhalb der Saison auch erlaubt ist. Am nächsten Tag erkundeten sie die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten. Dann ging die Reise weiter, weg vom Meer ins Landesinnere. Dort gab es auch einen geöffneten Campingplatz mitten in den Bergen. Den hatten sie dann ganz für sich alleine. Der Betreiber war super nett, also in jedem Fall empfehlenswert. Da sich inzwischen ein paar mehr Belege angesammelt hatten, hat Anne sich hier für eine Tasche zwischen den Seiten entschieden. Da das Wetter noch so herrlich war, blieben sie noch eine weitere Nacht und haben noch einmal die Fahrräder ausgepackt für eine kleine Bergtour. Total in der Pampa gab es dieses Restaurant für eine kleine Pause, bevor es wieder zurück zum Campingplatz ging. Die Reise neigt sich dem Ende zu. So langsam sollte es wieder Richtung Heimat gehen. Die Küste kannten die beiden ja schon und sind noch ein bisschen mehr über die Berge parallel zur Küste gefahren. Auf kleinen Straßen und immer höher bis auf 1260 Meter hoch. Die Nacht war kalt und frostig, wie du auf dem Blätterfoto sehen kannst. Nur noch heute, es war der letzte Tag. Es war eine unvergessliche Tour an einem Stausee vorbei und das massive Gestein immer im Blick wieder Richtung Küste. Sie übernachteten noch einmal auf ihrem Lieblingscampingplatz in Zarautz, hoch über dem Meer und traten bei Sonnenaufgang die Heimreise an. Circa 1500 Kilometer waren es bis nach Hause. Zum Schluss gibt es noch eine große Tasche für all die gesammelten Postkarten, Flyer, Karten und Belege, die man bestimmt noch einmal gebrauchen kann. Für die gleiche Tour mit mehr Zeit, so dass sie noch viel weiter kommen, träumt Anne jetzt schon ein bisschen. Die Heimreise fand dann bei Regen statt und ohne Fotos, hauptsächlich über die Autobahn. Ein letzter Zwischenstopp. Bei Nacht angekommen und ganz früh wieder losgefahren, gab es von der Rückreise keine Fotos mehr. Daher nur noch Text auf der Rückseite der Zettelwirtschaftstasche. Die Heimreise nur in schriftlicher Form. Hier endet die Geschichte und du kannst dir noch einmal die Bindung anschauen. Ist das nicht eine schöne Erinnerung vom Urlaub? Und ist es nicht genial, ein fast fertiges Album bzw. Reisetagebuch mit nach Hause zu bringen? Hat Anne dich angefixt oder machst du schon Reisetagebücher? Wie sieht deine Gestaltung aus? Schreib es uns gerne in einem Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schicke liebe Grüße und bis zum nächsten Video.